Okay, jetzt mal wirklich eine ernst gemeinte Frage. Wie spricht man diese Marke aus? Xiaomi? Xiaomi? Ich weiß es nicht, Mann! Wie spricht man die auch? Ich glaube sogar wirklich, dass der größte Kritikpunkt von mir am Xiaomi 14 ist, dass ich nicht weiß, wie man den Namen richtig ausspricht. Das war jetzt eigentlich schon ein ziemlich großer Spoiler für das Handy, ne? Ja, verdammt. Ich habe das Xiaomi 14 als Haupthandy bei mir im Alltag genutzt für ungefähr alles. Ich habe meine WhatsApps da drauf geschrieben, ich habe Videos auf dem Handy bearbeitet, ich habe meine Selfies im Gym damit gemacht. Sollst du im Gym nicht echt trainieren und nicht nur Fotos machen? Und ich habe nach Wochen der Nutzung wirklich viel über dieses Smartphone zu sagen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Versprochen. Das heißt, ohne dieses Intro jetzt noch unnötig in die Länge zu ziehen, wir packen in diesem Video das Xiaomi 14 aus und schauen, was ist in der Verpackung mit drin. Wir checken aus, wie fühlt sich's an und warum ich dieses Handy so sehr feiere. Wenn ihr das alles wissen wollt, und das wollt ihr, habt ihr auf das Video geklickt, dann bleibt jetzt dran. Ich bin Jay, das hier ist PodView und in 4 Sekunden geht's los. Also, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich finde, dass dieses Handy richtig was kann. Außer gute Aussprache. Xiaomi. Und das geht schon los mit einer besonders breiten Verpackung, wo man schon von außen bemerkt, okay, da ist viel Zubehör drin. Wir ziehen den weißen Deckel der Verpackung ab und werden begrüßt mit so einer kleinen Schachtel, wo Xiaomi draufsteht. In dieser Schachtel ist zum einen unser, naja, obligatorisches Klopapier, aber eben auch eine mitgelieferte schwarze Schutzhülle aus Silikon. Und ich muss sagen, sowas ist wirklich unglaublich praktisch. Unter dem eigentlichen Smartphone dann ist hier noch ein Netzteil mit 90 Watt Stärke. Aber eine Kritik gibt es da trotzdem. Und ja, Kritik bei mitgeliefertem Netzteil. Der Anschluss von dem Netzteil ist hier nämlich veraltet noch USB-A. Das heißt natürlich auch, dass das mitgelieferte Kabel auf einer Seite ebenfalls den alten USB-A-Anschluss hat. Das geht durchaus modern. So, jetzt aber genug von dem Lieferumfang und wir checken jetzt mal das Xiaomi 14. Und reden wir kurz zuerst über den Elefanten im Raum. Die Videozuschauer sehen es schon. Dieses Handy sieht absolut aus wie ein modernes iPhone. Die Größe von dem Smartphone ist ungefähr wie beim iPhone 14, 15 Pro. Wir haben genauso ein kantiges Design, flache Ränder, eine Dreifachkamera angeordnet in einem Viereck links oben auf der Rückseite des Geräts. Also es ist basically ein iPhone. Und ich spoile euch direkt mal, Xiaomi hat sich nicht nur da inspirieren lassen. Aber es ist halt nun mal so. Gute Dinge werden nun mal nachgemacht und das Xiaomi 14 liegt kompakt in der Hand, ist ein hochwertiges Design. Der Rahmen ist aus Metall, die Rückseite aus Glas. Also es ist alles, was du in dieser Preisklasse erwarten kannst. Die einzige Kritik, die ich am Design habe, mein Testgerät ist in der grünen Farbe und das ist leider glänzend. Also wirklich hoch, das Ding ist ein Spiegel. Kannst du wirklich so schauen, ob deine Frisur sitzt? Also ihr wisst, was das heißt. Regelmäßig putzen ist leider angesagt. Das Display, wir haben schon angesprochen, ist relativ kompakt, zumindest für heutige Verhältnisse. 6,36 Zoll Diagonale. Wir haben winzige und wirklich symmetrische Displayränder rund um das Gerät. Ich würde fast schon sagen, fast dünner wie beim iPhone 15 Pro. Das müsste man aber wahrscheinlich mal ausmessen. Aber im Gegensatz zum iPhone ist auf dem Xiaomi 14 noch eine Displayschutzfolie vorinstalliert. Ist jetzt keine hochwertige Panzerglasfolie, aber auch hier wieder, sie schützt euch, wenn ihr zu diesen Menschen gehört, die ihren Schlüssel und ihr Smartphone in dieselbe Hosentasche tun. Und für die Spec-Nerds unter euch, auch sonst hat dieses Display eigentlich alles, was du von einem Handy für ungefähr 1000 Euro erwarten kannst. Wir haben ein 120 Hertz LTPO-Display, also es geht auch runter bis zu 1 Hertz. Und das Display wird bis zu 3000 Nits hell. Also wem das jetzt nicht sagt, in der Spitze ist das Xiaomi 14 heller als das Galaxy S24 Ultra. Also es ist in jedem Fall auch wirklich am Strand extrem gut ablesbar. Ich habe es am Strand noch nicht ausprobiert, aber es war sonnig. Aber wie ich ja schon ein bisschen gespoilert habe, ist nicht nur das Außendesign am iPhone, naja, sagen wir mal, inspiriert. Rein auf dem Papier läuft auf dem Xiaomi 14 auch Android 14. Aber halt auch nur auf dem Papier. Xiaomi hat dieses Betriebssystem extrem stark verändert und nennt es jetzt HyperOS. Also so, wie Samsung sein Android verändert und es One UI nennt. Und ich sag mal so, dieses Android 14 wurde so sehr verändert, ich schätze mal, dass jeder iOS-User sich damit extrem wohlfühlen wird. Wir haben das coole Benachrichtigungssystem von Android, aber auf der rechten Seite das Control Center, das wir so eher von iOS kennen. Wir haben auf dem Lockscreen, wenn wir das Display gedrückt halten, ähnliche Anpassoptionen wie unter iOS. Also auch so Sachen, dass die Uhrzeit hinter einer Person verschwindet. Wenn man so abgehoben ist wie ich und sich selbst als Hintergrundbild hat zum Beispiel. Wenn wir das Smartphone entsperren, haben wir ähnliche Animationen wie auf dem iPhone. Der Lautstärke-Slider sieht schon sehr aus wie von iOS. Es ist ein sehr verändertes Android. Aber man muss auch dazu sagen, es wirkt jetzt nicht wie eine billige, krampfhafte Kopie. Also Xiaomi hat sich beim Design schon durchaus an den passenden Stellen noch Gedanken gemacht. Und trotz der sehr stabilen Software, es gibt jetzt im Gegensatz zu früher auch nicht mehr so krasse Lags, gibt es trotzdem noch einen wirklich großen Kritikpunkt. Nach der Einrichtung ist es leider immer noch sehr typisch für Xiaomi,
dass wir extrem viel Bloatware auf dem Smartphone haben. Booking.com vorinstalliert, Netflix, Facebook. Wir haben 3 verschiedene Browser. Also der Chrome-Browser, der Xiaomi-Browser und der Opera-Browser. Und das muss bei so einem teuren Handy meiner Meinung nach einfach nicht sein. Schau mal, ich muss schon wieder sauber machen. Dafür bleiben wir auch bei der Leistung und bei dem Akku wiederum typisch im High-End-Segment. Wir haben in diesem Smartphone den aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 und 12 GB Arbeitsspeicher. Und ich zocke jetzt nicht wirklich mit meinem Smartphone, aber ich rendere ziemlich häufig Videos. Und mir ist aufgefallen, dass Xiaomi wird dabei warm, aber es wird zu keiner Zeit wirklich langsam. Also auch die Hitze kriegt dieses Smartphone wohl relativ gut weg. Der viel häufigere Grund gegen ein kompaktes Smartphone ist aber normalerweise die Akkulaufzeit. Und auch einer der Gründe, warum Apple die Mini-Reihe eingestellt hat. Der Akku hier drin hat 4600 mAh. Auch hier, wem das nichts sagt, ist kein Problem. Wir sind nicht ganz auf der Größe wie bei einem Pixel 8 Pro oder einem S24 Ultra. Aber wir haben ja auch einen geringeren Stromverbrauch, weil das Display kleiner ist und weniger Pixel hat. Ergo, ja, ein S24 Ultra hält noch mal so ein Müh länger durch, aber auch mit diesem Xiaomi 14 werdet ihr keinen Stress haben, von morgens bis abends mit einer Akkuladung auszukommen. Selbst als krasser Smartphone-Nutzer, ich spreche aus Erfahrung. Aber auch hier habe ich leider wieder einen Kritikpunkt beim Xiaomi 14, denn wenn der Akku sich so langsam dem Ende zuneigt, dann startet auf diesem Smartphone automatisch ein sehr krasser Stromsparmodus. Wirklich, der Hintergrund ist schwarz und du kannst basically fast nichts mehr machen mit diesem Gerät. Das Problem ist, wenn du diesen Stromsparmodus deaktivieren willst, fährt dein Handy runter und fährt nicht mehr hoch, bis du es dann wieder lädst. Aber das Aufladen klappt dann dafür wieder besonders schnell mit diesem 90 Watt Netzteil. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde von komplett leer zu komplett voll. Eine Sache sollten wir bei dem Handy aber noch ansprechen, die mehr als nur auffällig ist, wenn wir uns die Rückseite mal anschauen. Dein Fingerabdruck. Wir haben ein wirklich sehr großes quadratisches Kameraelement auf der Rückseite vom Xiaomi 14. Was bei diesem Smartphone wieder positiv auffällt, trotz der Tatsache, dass es sehr kompakt ist, hat es 3 Kameralinsen. Wir kennen es ja normalerweise von so Geräten wie dem Pixel 8 oder den normalen iPhones, die dann tatsächlich mit einer Kamera weniger kommen und nur in dem größeren Pro-Modell kriegt man dann die Triple-Kamera. Xiaomi macht das hier aber nicht und hat hier 3 Linsen verbaut, die allesamt mit Leica zusammen entwickelt wurden. Also tatsächlich dieses Mal nicht nur Software, sondern wirklich Linsen, die mit Leica gemacht wurden. Das ist tatsächlich eine coole Sache. Wir haben neben einer Hauptkamera mit 50 Megapixel auch einen Ultra-Weitwinkelsensor und einen 3,2-fachen Zoom. Und auch das ist wieder mehr als nur inspiriert vom aktuellen iPhone 15 Pro. Wir haben generell in der Kamera-App von diesem Handy 2 Modi, mit denen wir fotografieren können. Einmal der Authentic-Modus und einmal der Vibrant-Modus, die sich darin unterscheiden, dass der Vibrant-Modus mehr Sättigung hat. Der Authentic-Modus ist dann wiederum ein bisschen natürlicher. Ich persönlich finde den Vibrant-Modus immer ein bisschen schöner, weil da wirken die Bilder einfach ein bisschen lebendiger, kontrastreicher, aber das ist, glaube ich, eine persönliche Geschmackssache. Weil Geschmackssachen sind immer persönlich. Wie bei allen anderen Punkten zuvor muss ich aber auch leider hier wieder was kritisieren, was gar nicht mit der Leistung der Kamera zu tun hat. Es ist einfach viel zu viel an Software und verschiedenen Modi, die wir hier auswählen können. Ich meine, wer braucht einen Filmmodus und einen Kurzfilmmodus? Wer braucht einen Nachtmodus, aber nochmal einen Supermondmodus? Ich verstehe das nicht. Und falls ihr zu der seltenen Spezies an Menschen gehört, die tatsächlich bereits einen 8K-Fernseher zu Hause haben, dieses Smartphone kann Videos in 8K drehen, dann allerdings nur mit 24 Bildern pro Sekunde. Wer sich auch mit einer 4K-Auflösung zufrieden gibt, der kann auch mit 60 FPS filmen, sogar auf der Frontkamera. Also um das mal jetzt zusammenzufassen, das Xiaomi 14 ist ein wirklich Top-Smartphone. Es fühlt sich wirklich hochwertig an. Es ist ein schnelles Smartphone, das eine lange Akkulaufzeit hat und hat wirklich gute Kameras. Es ist halt einfach ein rundum gelungenes Handy, das einem Galaxy S24 oder einem iPhone 15 Pro in nichts nachsteht. Wir haben auch einen soliden Fingerabdrucksensor. Wir haben eine wirklich flotte Gesichtserkennung, allerdings zweidimensional. Da hat es mit der Inspiration bei Apple nicht mehr ganz gereicht. Aber wenn ihr euch jetzt überlegt, dieses Smartphone zu kaufen, dann denkt auch daran, dass ihr mit diesem Gerät kein Stock Android kriegt. Ihr müsst die Software, dieses HyperOS hier drauf wirklich mögen. Es ist an vielen Ecken und Enden sehr wie iOS und soll das Ganze vermutlich auch imitieren. Im Prinzip ist das hier eigentlich ein aktuelles iPhone mit Leica-Schriftzug auf der Kamera und Android-Betriebssystem im Kern. Und wenn ihr das Xiaomi 14 an sich interessant fandet, dann wartet mal ab, was in diesem Karton ist, weil da können wir an den Namen noch ein Ultra hängen. Hat man das verstanden? Also, da drin ist das Xiaomi 14 Ultra. Das dachten wir uns, aber gut. Sehr gerne. Würde ich wieder tun. Haut mir doch gerne mal hier unter mir in die Kommentare, ob ihr euch ein Handy von Xiaomi generell zulegen würdet und welche Fragen zu diesem Smartphone noch offen geblieben sind. Wenn es genug Fragen werden, ihr kennt das Spiel, dann machen wir wieder ein Q&A-Video dazu. Hier geht's jetzt weiter mit Bernd das Brot und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder in einer neuen Folge, weiß nicht, Podview, Q&A, whatever. Bis dahin, bye bye.